Ich möchte einfach Danke sagen. Danke an euch alle. Danke, dass ihr hierher gekommen seid und mit uns zusammen den Geburtstag von Michael feiert. Querdenker, Herzensmenschen, Weltveränderer. Danke, dass ihr heute alle da seid, um mit mir meinen Geburtstag zu feiern. Es ist ein großes Geschenk, euch alle bei mir zu wissen, und es bedeutet mir sehr viel. Ich bin behütet durch eure Energie, eure Briefe und die Bücher, die ihr mir schickt. Es ist eine große Liebe, die ich in vielen Briefen und Postkarten spüre. Ich habe hier inzwischen zwei Schicksalsbrüder getroffen. Ein älterer, sehr freundlicher Herr, der schon bei Stuttgart 21 Feinstaub aktiv war. Er hat sich für eine Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen entschieden. Dann Bernd, er hat an der Produktion des Films Pendant mitgearbeitet und sitzt jetzt mit haltlosen Vorwürfen seit 2 Monaten in U-Haft. Ja, macht ruhig Krach, macht ruhig Krach, dass wir es bis Berlin hören, wo das ganze korrupte, kriminelle Pack sitzt. Ich finde das Wort nicht so schlimm. Hier hat gerade jemand zu mir gesagt, ich soll das Wort Pack nicht sagen. Ich nehme es jetzt einfach zurück und sag mir doch ein besseres Wort. Für Menschen, die vorsätzlich das deutsche Land ruinieren, sag mir ein besseres Wort. Ich sag dir was, ich habe in 2 Jahren, hat mich nichts berührt, aber an dem Tag, wo sie meinen Freund da nein haben, da war ich am Ende. Und das haben die verbrochen. Und wir sind vor 2 Jahren auf die Straße gegangen, um solche Dinge zu verhindern. Ich habe über 400 Demos gesprochen, ich habe Hausdurchsuchungen in mir, ich bin vorbestraft. Das hat niemand mit mir gemacht, damit ich hier stehe und sage, es sind meine Freunde. Das ist das Letzte, was die hier abliefern, das Allerletzte. Und wir können nur eins machen, nämlich genauso weitergehen, genauso weitermachen. Und ich bin der, der immer für gute Energie gesorgt hat. Und ich mache auch heute für gute Energie. Denn es ist unser kollektives, erwachtes Bewusstsein, was ihnen das Genick drehen wird am langen Ende. Unser Bewusstsein wird es sein. Und mittlerweile ist es auch im Ausland angekommen. Mittlerweile ist es auch im Ausland angekommen, was diese sogenannte Regierung, diese Politiker, diese Medien, wir kommen ja gerade vom SWR, was diese Institutionen mit diesem Land vorhaben. Ich bin in Zürich am Flughafen gestanden, sagt ein Ehepaar abends zu mir, wo wir aufs Gepäck gewartet haben, ja, ihr schafft euch ja gerade selber ab. Nee, nicht wir schaffen uns ab. Wir haben dafür gesorgt, dass dieses Land nicht abgeschafft wird. Und ich wünsche meinem lieben Freund alles Gute zum Geburtstag. Ich habe tatsächlich heute Morgen die Chance gehabt, dank dem Ralf Kurz ein persönliches Grußwort mit ihm auszutauschen. Das ist eines der übelsten Verbrechen, die mir je begegnet sind. Und ich werde alles dafür tun, dass die, die das verbrochen haben, am Ende, und dazu haben wir ZAF gegründet, zur Rechenschaft gezogen werden. Friedlich, freiheitlich, zur Rechenschaft gezogen werden. Und was ich sagen muss, er ist aktuell richtig gut drauf, er ist kämpferisch drauf, er hat die Rolle des politischen Gefangenen angenommen, er weiß mittlerweile, oder es ist ihm klar, es ist eine politische Gefangenschaft, am Anfang waren wir ja noch so ein bisschen am Zweifeln, aber mittlerweile ist es offensichtlich, weil die Argumente, die da gefunden werden, die eigentlich gar keine Argumente sind, um ihn weiter in Haft zu halten, die sind sowas von lächerlich, und ich habe bisher noch keinen einzigen Juristen gefunden, und ich habe mit vielen Juristen gesprochen, die gesagt haben, dass die Gründe, weswegen er in Haft ist, sind tatsächlich tragfähige Gründe, um jemanden in Haft zu setzen. Es geht darum, Michael Ballweg die Freiheit zu entziehen, und es geht darum, dass er nicht hier mit uns draußen sein kann, dass er nicht die Protestbewegungen weiter mit organisieren kann. Und das heißt, wir haben ganz klar einen politischen Gefangenen. Michael ist weiterhin genau der Typ, der er immer war, nämlich derjenige, der sagt, ich lasse mir das, was hier passiert, nicht gefallen. Und das, was passiert, hat aber einen Grund. Und diesen Grund versuche ich herauszufinden. Ich werde ihn annehmen und werde das Beste daraus machen. Und genau das tut er.
sämtliches Geld, was er hat, und das gilt eben nicht nur für Michael, das ist immer so in solchen Verfahren, wird arrestiert. Und das heißt, derjenige, der in Haft sitzt, hat überhaupt keine Chance, sich zu verteidigen, weil er diese Verteidigung gar nicht bezahlen kann. Und auf der anderen Seite steht der Staat mit seinen unendlichen Ressourcen. Die haben Polizeikräfte, die haben Ermittlungskräfte, für Cyberkriminalität, die haben die Staatsanwaltschaft und so weiter und so fort. Das heißt also, jemand, der in diese Mühlen geraten ist, wie Michael, der hat eine ganze Armee von Gegnern gegen sich, und diese Armee von Gegnern nimmt ihm auch noch die Mittel, um sich überhaupt verteidigen zu können. Das heißt also, und es sind ja nicht nur die Mittel, um sich verteidigen zu können, sondern es sind auch die Mittel, um leben zu können. Wenn man jetzt wie Michael zum Beispiel ein eigenes Unternehmen hat, es wird alles stillgelegt. Das heißt, es wird alles komplett arrestiert und jemand wird im Prinzip absolut alleine gelassen. Und ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet. Dann stellen sich die Staatsanwälte und die Richter nachher hin und sagen, naja, aber die Leute sind ja am Ende auch verurteilt worden oder haben sich zumindest auf irgendeinen Deal eingelassen. Und damit ist doch klar, dass sie schuldig waren. Jetzt stellt ihr euch mal vor, ihr kommt in Untersuchungshaft, ihr seid unschuldig, es geht um ein Wirtschaftsdelikt, was euch vorgeworfen wird, und ihr habt keine Möglichkeit, eure Unschuld zu beweisen, weil euch sämtliche Mittel genommen worden sind, um eure Unschuld zu beweisen. Was würdet ihr tun? Die meisten Menschen würden einknicken und würden irgendwann sagen, Hauptsache, dass ich hier rauskomme, sagt mir, was ich zugeben soll, sagt mir, wo ich unterschreiben soll, sagt mir, wie viel Geld ich bezahlen soll von dem Vermögen, was ich habe, wenn ihr es wieder freigibt, damit ich hier wieder rauskomme. Das ist die Situation, die man in einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2022 hat, wenn man einen solchen Vorwurf gegen sich hat. Und es ist völlig egal. Das Oberlandesgericht hat bei der letzten Entscheidung, die letzte Woche gefallen ist, hat das Oberlandesgericht gesagt, alles, was die Staatsanwaltschaft, das Amtsgericht und das Landgericht bisher gesagt haben, ist Quatsch, das stimmt nicht, weil wir das als Verteidigung mittlerweile nachweisen konnten. Es stimmt etwas völlig anderes. Und deswegen muss er weiterhin drin bleiben. Und das ist die Problematik. Wir haben relativ wenig Möglichkeiten und Mittel, da überhaupt gegen vorzugehen. Und genau aus diesem Grund ist Michael ein politischer Gefangener, weil jeder andere in seiner Situation müsste eigentlich entlassen werden. Und die Menschen da drin, die über ihn entscheiden, die sagen sich, Michael Ballweg, dieser friedliche, dieser liebevolle Mensch, der immer in seiner Herzensenergie ist, der hat es geschafft, so viele tausend Menschen auf die Straße zu bringen. Und den können wir in der jetzigen Situation nicht auf der Straße gebrauchen, weil das ist die große Gefahr, die von ihm ausgeht, nämlich dass er friedlich nach vorne geht und friedlich die Menschen einigt und dazu bringt, gegen diese politischen Maßnahmen, die wir ja immer noch haben, friedlich auf die Straße zu gehen und sie dadurch zu stoppen. Alles Gute. Thank you.